Jetzt geht es nach Moldawien, im Südosten Europas, zwischen der Ukraine und Rumänien gelegen. 4,2 Millionen Menschen leben in dieser ehemaligen Sowjetrepublik. Die meisten in großer Armut. 40 Euro pro Monat verdienen die Moldawier im Durchschnitt. Ihr Land ist für die Weltbank das ärmste Europas. Seit 2001 wird Moldawien wieder von Kommunisten regiert. Seitdem ging es noch weiter abwärts. Absolut war bei den Parlamentswahlen Anfang März dabei. Eine Demonstration in Moldawiens Hauptstadt Chișinău. Das ist hier selten. Der 30-jährige Oleg und seine Mitstreiter protestieren heute gegen eine Straßenumbenennung durch die Regierung. Dieser Boulevard soll bald wieder Leninstraße heißen. Die Geheimpolizei filmt jeden Schritt der Demonstranten. Ich ermuntere die Leute, auf die Straße zu gehen. Ich fordere, dass sie Zeitungen lesen, sich im Radio oder im Fernsehen informieren, damit sie wissen, was in der Welt und in unserem Land vor sich geht. Ich will hier in Moldawien bleiben, damit sich die Zustände in diesem Land endlich ändern. Warum bin ich hier? Warum mache ich Emissionen? Warum schicke ich Leute zum Protest? Ich habe akzeptiert, dass ich Präsident einer Organisation contestatare, protestatare, die mehr auf der Straße sind. Weil ich will, dass sich die Dinge ändern. In diesem Palast residiert Präsident Wladimir Voronin, ein ehemaliger sowjetischer Polizeigeneral. 1 Million, vor allem junge Menschen, haben das Land in den vergangenen Jahren verlassen. Die meisten illegal. Viele nach Russland, die anderen nach Italien oder Ungarn. Oleg verdient im Monat 50 Euro. Das geht nur mit mehreren Jobs. Er ist Radiojournalist und arbeitet in der Bibliothek. Zusätzlich layoutet er Internetseiten. Miete zahlt er nicht. Die winzige Wohnung gehört seiner Freundin. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Du kannst mit weniger als $1 im Monat überleben. Es gibt Leute bei uns, die haben gar kein Einkommen. Die müssen dann von weniger als $1 leben. Und die haben sich daran gewöhnt. Es reicht zum Überleben, aber für mehr nicht. Dass man sich daran gewöhnen kann, ist das Schlimme. E rău cu oamenii să obișnuiesc. Poate dacă nu s-ar obișnui, ar fi mai bine că ar lupta să aibă o viață mai bună. Es ist ein Wahlwerbespot der christdemokratischen Volkspartei PPCD. Mit dem orangen Wind aus der Ukraine und der Unterstützung des ehemaligen Clinton-Beraters Dick Morris will die Partei bei den Parlamentswahlen die Kommunisten aus dem Amt blasen. Sie präsentiert sich als moderne und weltoffene Partei für Europa. Die Pharmaziestudentin Viktoria Kuschnir engagiert sich seit 4 Jahren bei den Christdemokraten. In den Wochen vor der Wahl geht ihre gesamte Freizeit für den Wahlkampf drauf. Viktoria am 6. März auf dem Weg ins Wahllokal. Studenten, die einen Großteil der Gegner der Regierung ausmachen, wird die Wahl erschwert. Sie dürfen nur in ihren Heimatorten wählen, nicht am Studienort. Sechs Stunden später. Viktoria wartet mit ihren Parteifreunden auf das Ergebnis. In der ersten Hochrechnung stehen die Christdemokraten immerhin noch bei 14%. Im Endergebnis jedoch sind es nur noch 9. Wahlfälschung? Die Enttäuschung ist riesig. Aber immerhin, die Regierung hat die absolute Mehrheit verloren. Ich werde auf jeden Fall weiter in der Partei mitarbeiten. Wir haben Erfolg. Schließlich haben wir Stimmen dazu gewonnen. Ich hoffe, dass wir bei den nächsten Wahlen den Lager sehen, die Sieg erreichen werden. Voturile noastre sunt în creștere. Eu sper că la următoarele alegeri noi vom obține victoria mult așteptată. Der Tag nach der Wahl.
Victoria lebt sehr beengt, zusammen mit Mutter Elvira und Vater Vassili und einer Schwester. Die Eltern arbeiten als Englischlehrerin und Metallhändler. Beide haben noch einen Zweitjob. Elvira gibt Privatstunden in Englisch und der Mathematiker Vassili Nachhilfeunterricht, um die Familie durchzubringen. Wohnraum ist knapp und teuer. Die Eltern waren erstaunt, als Victoria begann, sich in der Politik zu engagieren. Ihre Tochter träumt davon, Außenministerin zu werden. Ich denke nicht, dass Victoria zu jung ist, denn die Jugendlichen in Moldawien müssen schnell erwachsen werden. Immerhin haben sie die schwierige Zeit der Perestroika erlebt. Die Älteren sind völlig unfähig, etwas zu unternehmen. Ich denke, es ist für Victoria nicht so früh. Wenn sie es schafft, profitieren wir alle davon. Auch Aliek denkt nicht ans Aufgeben, obwohl er vom Staat schikaniert wird. Seine sechsstündige Radioshow auf einem landesweiten Privatsender wurde gestrichen. In Moldawien herrscht Zensur. Jetzt macht er bei dem Lokalradio Singera weiter. Ehrenamtlich. Ich hoffe, dass sich etwas ändert. Ich gehöre zu den Leuten, die sich bemühen, damit sich in Zukunft etwas ändert. Wenn es trotzdem so weitergeht, so 10 bis 15 Jahre, das wäre nur schwer zu ertragen, dann werde ich anfangen, über Auswanderung nachzudenken. Es muss sich spürbar etwas ändern. Noch weitere 10 Jahre zu warten, ist zu viel für ein Menschenleben. Simțitor că altfel e prea mult pentru o viață de om.